wie geil das einfach nur ist. Sofort. Sofort. Gut, wir sind ja schon hier live. Wir wollen hier eine Das läuft heute. Das läuft richtig, ja. Ja, wollen kurzes Video-Statement. Treffen 2018/2019. Wir haben Season Opening 2019 eigentlich geplant. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich weiß, der Jay-Z, Jean-Jacques, Jean-Claudio, whatever. Jean. Johnny. Jean nennt die Kassandra. Ja, okay. Jean, der Willi von WS Motors nennt ihn Johnny. Wir nennen ihn Jay-Z. Und der Olli nennt ihn Jean-Jacques. Also gut, er hat so viele Namen. Mr. Naughty Miata hat mich da auch die Woche schon drauf, oder vor zwei, drei Wochen schon drauf verlinkt. Die Nifty-Jungs haben hier unten hier am Baggersee ihr Scrapfest. Und das war letztes Jahr genau ein Tag nach unserem Season-Opening. Und wir haben... Sind das nicht diese Low-Guys? Ja, yeah, ist eigentlich ganz cool. Sie fahren halt so sautiefe Buden und so, auch okay. Wir haben letztes Jahr hier aufgeräumt, haben ein bisschen sauber gemacht. Und auf jeden Fall war es so, dass... die Nifty-Jungs jetzt halt ein Video rausgebracht haben, dass sie kein Scrapfest, also kein Treffen mehr im Baggersee haben dürfen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir ungefähr 4 bis 6 Wochen nach dem Season-Opening einen Brief bekommen haben von der Stadt, wo drin stand, Leute, ja, es hätten sich so viele Menschen über unser Treffen beschwert, es steht zur Diskussion, ob es überhaupt nochmal stattfindet. Ich von mir aus und von der ganzen Firma SPS und von jedem Ordner oder sonst wem kann sagen, ihr habt euch alle benommen. Da hat keiner einen Burnout gemacht, da hat keiner eine Begrenzerparty gefeiert, da hat keiner die Anlage bis sonst wohin aufgerissen, da hat keiner. Keiner im Parkverbot gestanden. Ja, also es war alles super. Ja. Also ich weiß nicht, wo wir als MX5-Gemeinde oder als SPSler oder whatever, dass wir irgendwem auf die Eier gefallen sind. Nee. Ich glaube einfach nur, dass das Automobilaufkommen der Fahrzeuge, die etwas lauter sind wie ein Normfahrzeug, an diesem Wochenende vielleicht zu viel war. Es war die Scrapfest-Gang einen Tag später da, die mit ihrem DSG-Geknalle. Ja. Das ist halt einfach nur mal da. So, die fahren dann hier hoch und natürlich, ich weiß, der alten Dietzer Stich bietet sich natürlich dafür immens an. Ob man den MX-5 oder ein VW oder weiß sonst was. Weiß gar nicht, was du meinst. Du beschleunigst halt den Berg hoch und schaltest halt alle Gänge durch, was geht. Es hat aber nicht mal einer von den MX-5-Leuten gemacht, nee. Dass der irgendwie... Wir haben den ganzen Tag ja fast am LKW immer gestanden, da hat sich jeder benommen. Und am nächsten Tag waren es... Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Diskussionen, weil es wäre zu laut. Und es gibt sogar eine Unterschriften-Sammlung, die verbieten soll, dass wir unser Season-Opening nochmal machen. Das war natürlich so, es ist so ein Ding, das ist natürlich jetzt irgendwie auch so in den letzten Tagen noch weiter hochgekocht. Es kam dann nochmal ein Anruf von der Stadt, wenn wir es dann nochmal machen wollen, dass wir erst nochmal ein Genehmigungsverfahren machen müssen. Was für ein Scheiß, wenn ich rumschlagen muss. Ja, gut, es ist halt so. Ne? Also, es ist halt heutzutage, du bist ja Tuner, haben wir schon ein Video drüber, du bist ja Tuner, ein Schrägstrich Verbrecher, Schrägstrich Gangmitglied, Steuerbetrüger. Jetzt könnte ich noch zweiter, aber das wird dann schon. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, das ist scheiße. Also, das ist so, wo ich mir denke, wem haben wir denn hier auf den Fuß gedreht? Wir haben uns hier getroffen, wir haben ein bisschen Spaß. Abends waren wir noch ein bisschen unterwegs und wir hatten den ganzen, der Dominik war dabei und die Nadi war dabei. Wir hatten so, also der ganze Abend war geil und der ganze Tag war geil. Und jetzt kriegen wir gesagt, von irgendjemand von ganz weit weg, der gar nichts mit der Autoszene zu tun hat, der sagt, nee, ist nicht mehr. Weil. Wegen an einem Wochenende zwei Veranstaltungen waren, wo sich junge Leute treffen und ein bisschen Auto fahren. Ja. Also, ja, was heißt junge Leute? Wir hatten, glaube ich, einen ganz guten Altersschnitt hier. Ja, im MX5-Szene immer. Also wir haben ja Leute von 18 bis 70. Also so, geil. So jeder trifft, jeder hat Spaß, jeder, die Generation 20 bis hast du nicht gesehen, die rauchen ein bisschen Shisha. Alles geil, jeder benimmt sich, alles ist top. Und dann müssen wir uns jetzt danach träglich anhören, dass wir als Autoszene gesagt bekommen haben, oh nee, so läuft das nicht. Und nächstes Jahr nur noch 30 Jahre MX-5. Das müsst ihr mal, das muss man mal wissen. Ne? Also nächstes Jahr 89, 30 Jahre MX-5. Also wenn nächstes Jahr nicht Season Opening so ist, wie man sich das vorstellt, dass alle Generationen im Verkaufsraum stehen und wir richtig die Hut, dann fehlt was. Ne? So, und wir sind wirklich am Überlegen. Also ich habe mit meinem Vater zusammen, der hat das Autohaus, haben wir einen Termin bei der Stadt,
in Dietz und bei der Verbandsgemeinde, oder bei der Verbandsgemeinde nicht, sondern bei der Gemeinde in Altendietz. Da werden wir das Thema mal besprechen. Zum einen werden wir sagen, dass wir uns wirklich darum gekümmert haben, dass hier Ruhe ist. Zum anderen werden wir schauen, dass wir das wieder genehmigt bekommen. Und zum anderen werde ich mal ganz klar sagen, dass sich Kunzile hier benommen hat. Also das ist so, ich würde ganz gerne mal als Tuner oder als Veranstalter mal so eine Unterschriftensammlung machen und sagen, ja, ich bin genervt davon, dass der Hund vorne links gegen meine Felge gepisst hat, in Anführungsstrichen. Also sagen wir mal, Leute, was soll das? Also kacken. Ja, was soll das denn? Was machen wir? Wem haben wir denn wehgetan? Wir haben noch nicht mal jemand den Weg versperrt. Letztes Jahr, also das Jahr davor, haben wir ja noch so einen LKW, der wollte da oben irgendwie irgendwo hin und dem haben wir den Weg versperrt. Der hat keine 15 Minuten gewartet, da haben wir den Mensch gefunden, da ist wieder weggefahren. Ich verstehe das nicht, weil ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wo das Problem ist. Aber, und das ist der ganze, das Thema dagegen, sollte es zu dem Thema kommen, dass wir es hier nicht mehr machen können, da hat mein Vater gesagt, also der wusste noch nicht von dem Vorfall mit den Scrapfest Nifty-Jungs, sagt er, ah ja super, wir machen das dann am Baggersee. Sag ich, Baggersee ist leider mit einem Auslöser, warum wir es nicht mehr machen dürfen, sollen, können. Aber wir sind halt jetzt am Überlegen, wie wir es denn jetzt in Zukunft machen werden. Und vor allen Dingen, gehst du mal kurz gucken, ob irgendein Party offen steht. Ja, wollte ich gerade. Wir gucken halt mal, wo wir hingehen und wir schauen halt auch, welche Alternativen uns zur Verfügung stehen. Ob wir ganz krass nach Augsburg gehen, zum Mazda-Museum. Nach Italien zum Jahrtalent? Nein, das machen wir sicherlich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen sehr weit, aber Augsburg war eine Idee mit Mazda Museum, ob wir es zu meinen Eltern ins Autohaus verlegen, weil es ist ja quasi ein anderer Fleck. Aber es gibt verschiedenste Möglichkeiten und hier auch. Unterstützt uns, teilt das Video und sagt, es kann nicht sein, dass wir als MX5-Gemeinde, als Leute, die Bock auf Autos haben, ist ja, weil ich dieses Jahr war nicht nur MX-5 da, es waren ja super viele andere Autos auch da. Scheißegal. Auf Leute, die Bock auf Autos haben, dass die bestraft werden damit, dass man hier nicht mehr sich versammeln kann und ein bisschen Spaß haben kann. Oder? Das geht nicht. So, und da muss man sich zusammentun und sagen, so, jetzt mal hier gut. Ich habe bei uns auf dem Weinfest vor 4-5 Wochen jemand getroffen, der ist politisch ein bisschen engagiert, der sogar sich überlegt, hier auch nochmal. Ne, das andere Weinfest war 14 Tage. Ja, ich wollte schon sagen. Das war Dienst. Hab ich hier abends so hingebracht. Ja, aber das andere Weinfest schon ein bisschen länger. Achso, gibt es hier öfter? Hier gibt es ein Limburg-Weinfest und es gibt ein Dietz-Weinfest. So oft gibt es das auch nicht. Zur alten Dietz-Weinfest? In alten Dietz gibt es, glaube ich, auch ein Weinfest. Aber das habe ich, da war ich schon. Ist ja egal, auf jeden Fall, ich trinke Wein. Gerne. So, und. Jackie. Auch. Aber der Punkt ist. Cuba Libre. Der Punkt ist, und das ist halt die Sache, dass ich da jemand getroffen habe, der gesagt, er überlegt sich wirklich, ob er sich da sogar politisch engagiert, zu sagen, warum sind wir als Tuner, Autoumbauer, Autoliebhaber, Motorsportler, was machen wir so Schlimmes? Dealen wir mit Drogen? Nein. Fahren wir besoffen Auto? Nein. Weil jeder, der sein Auto so dermaßen liebt oder so viel Geld da reingesteckt hat, der wird in 100 Jahren noch nicht mal mit einem Bier noch ein Auto fahren. So geht's ja auch gar nicht. Dann würden die sich ja da hinstellen und würden alle nacheinander abfangen und sagen, ey, da ist hier das nicht in Ordnung, das ist das nicht in Ordnung und du bist betrunken und darfst kein so, Auto fahren. Bekommt so ein Auto kein TÜV, weil es nicht bremst? Nein, weil die Autos sind meistens in einem Pflegezustand Neuwagen. Ja. Also, wo ist verdammt das Problem, dass wir uns nicht als Tuner irgendwo hinstellen können oder als Motorsportler oder als Autoenthusiasten und sagen, wir haben am Wochenende unser Treffen da. Ich hoffe, dass ihr noch was im Video hört. Man müsste vielleicht etwas lauter reden jetzt. Auf jeden Fall ist es halt so, dass es halt, dass wir uns da wirklich mal, so, und das kann man halt mit der Unterschriftensammlung schwer machen, deswegen teilt das Video und bestärkt uns in den Gedanken darüber, die ganze Nummer so weiterlaufen zu lassen, wie sie soll. Ja, ganz genau, weil das ist das, was die MX5-Gemeinde ausmacht in meinen Augen. Das gemeinsame Treffen und kein Hass untereinander. Ich glaube, das ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Ja, wir haben es ja gar nicht. Eben. Also MX5-Leute sind MX5-Leute. Ganz genau, und, da spricht jeder dieselbe Sprache. Motorsportler sind Motorsportler und deswegen gucken wir mal, dass wir es irgendwie auf die Reihe bringen. Da wird auch keiner schief angeguckt, wenn der eine da mit seinem Breitbau-Turbo 500 PS MX-5 ankommt und der nächste mit einem 90 PS Original nach. Genau. Trotzdem trinken die zusammen da einen Kaffee oder ein Bier und essen ein Stück Kuchen zusammen. Und so soll es doch sein. Deswegen teilt bitte das Video und bestärken Sie die Gedanken, dass wir gucken, dass wir die Nummer hier wieder gerollt kriegen. In diesem Sinne,
Ciao. So.